Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in Trakensang am Fluss der Zeit begrüßen zu dürfen. Und wir befinden uns auf unserem schönen kleinen Schiffchen. Ja, unser Trollmops ist natürlich auch wieder da, so wie es sein soll. Ich habe auch die Gruppe schon eingeladen und vielleicht müsst ihr euch noch dran gewöhnen, ich muss es auch. Wir haben jetzt unsere Gruppe das letzte Mal schön ausgestattet, waren also schön shoppen gewesen, waren auf Verkaufen. Und haben sogar auch neue Pfeile für Faris geholt und können jetzt uns aufmachen, ein paar weitere Abenteuer zu erleben. Und wir sind jetzt auch wieder bei den Elfen. Das liegt aber daran, dass wir zwar Ado wieder haben, ja, den haben wir da, wie ihr seht. Er ist wieder putzmunter, aber den werden wir nicht mit in unsere Gruppe nehmen, weil dafür haben wir eigentlich Forgrim und Quano. Und Faris will ich eigentlich auch nicht missen, weil die kann wenigstens heilen. Und jetzt werden wir uns auf die Suche nach der Gebeine von der Rondra-Geweihten machen, weil die ist ja hier auch noch irgendwo so mit ihren Überresten verstreut. Wir können mal kurz die Karte aufmachen. Wir müssen also so in diese Gegend, wo hier auch diese Piraten gewesen sind. Und dann werden wir uns dort mal hin aufmachen. Ich glaube, wir können auch den Schnellreisepunkt wählen. Ja, das war es auch schon. Gut, sehr schön. Und dann werden wir uns jetzt aufmachen. So, in die Richtung müssen wir... Komm. Ich drücke die falsche Taste, sondern diese Taste sollte ich drücken, weil hier ist das Fragezeichen, da wollen wir hin. Ich weiß, wir haben ganz viele rote Pfeile und Zunderschwamm, ganz viele rote Pfeile und Zunderschwamm natürlich. Und diese rote Pfeile, die machen mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen, weil wir waren ja, wie gesagt, das letzte Mal schön shoppen gewesen und sind jetzt alle besser ausgestattet und sind jetzt für den Kampf besser gerüstet. Und stimmt, ich hätte bei den guten Mann eigentlich auch in Nadoret vorbeigehen können. Aber na egal, den kriegen wir auch so noch. So, diese Sumpfratzen, die werden wir natürlich erst einmal beseitigen, weil angreifen werden die uns so oder so und so werden wir halt eben etwas dagegen tun. Wenn das Vieh stehen bleiben würde, ja, es bleibt stehen und dann werden wir draufhauen. Leute, warum könnt ihr euch nicht darauf einigen, wenigstens immer auf eins drauf zu gehen? Aber ja, natürlich darf sich hier dann unsere kleine Hashida mit gleich vier von den Viechern rumprügeln. Na komm. So, da haben wir dann wieder einen los und du kannst jetzt auch nochmal kurz zaubern. Ach, ihr habt da auch noch einen. Oh, du gehst wenigstens da drauf. Hallo, stimmt, ich musste doch nicht irgendwas vergessen haben. Wir haben unser Skelett vergessen. Warum sagt mir das denn keiner? Ai. Und Armatrutz hätten wir natürlich auch noch. Diesen Armatrutz wirken wir natürlich jetzt noch so mitten im Kampf. Und was? Du kannst erst einmal dann schnell heilen gehen. Weil während das Skelett sich dann hier um die restlichen kümmert, kloppt Hashida auch noch brav mit drauf. Hat natürlich kein Mana mehr, wie soll es auch anders sein. Ist nicht weiter tragisch. Den Rest, den schaffen die jetzt so. Genau, sie haben auch nur noch zwei Sumpfratzen, aber das Skelett kümmert sich sowieso um eins. Und in der Zwischenzeit kannst du anfangen, hier mal einsammeln zu gehen. Okay, du findest wahrscheinlich nur Schwänze. Ich wusste es. Aber sicher. Du schießt nochmal durch die Gegend, obwohl du gerade einen Schwanz einsammelst? Boah, Vibe. So, Lederfetzen oder beziehungsweise Lederbänder findet sie auch. Und wie ihr seht, hat sie komplette Gruppe etwas besser überstanden. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Ei. Ich weiß jetzt auch nicht, womit das zusammenhängt. Ob das wirklich damit zusammenhängt, dass wir ihr bessere Rüstung geholt haben. Natürlich hängt es damit zusammen. Aber ja. Was? So, komm. Du sollst sie einsammeln. Und danach kannst du bestimmt noch mal häuten. Genau, sag ich doch. Mach das doch auch. Muss man die denn alles zweimal sagen, Kind? Obwohl, die ist wahrscheinlich älter als ich. Sie ist eine Halbelfe. Aber sicher. Ja, komm, sammel ein. Sehr schön, gut. So, dann dürfen wir weiter vorausgehen. Da sind die nächsten Sumpfratzen. Aber ich will ja hier zu den... Da. Wir müssen wirklich direkt zu den Sumpfratzen hin, so wie es scheint. Weil hier befindet sich etwas. Ja, ein Kampf. Hallo, wo seid ihr denn gerade? Wer will sich denn mit mir gerade kloppen? Das sind die Alten... Ach, da drüben wahrscheinlich. Ja gut, kommt her. Ach, da bist du. Direkt vor meiner Nase. Das erklärt es natürlich. Ja komm, aber diesmal geht ihr wenigstens hier alle auf eine. Ja. Damit der Kampf dann schneller beendet ist. Du zauberst. Na gut. Skelett kann ich sowieso nicht beeinflussen. Und leider kann ich hilfreiche Tatze nicht anwenden, weil ich kann immer nur einen Begleiter gleichzeitig haben. Ja. Ja, und Kano freut sich hier schon wieder, wie man hört.
Und schon, sag ich doch, die haben es hier fast geschafft. Es bringt was, wenn man zusammenarbeitet, merkt ja. Das, Mädels. Hm. So, der Trollkröte war sogar dabei, das heißt, es gibt Froschschenkel. Lecker. Obwohl, nein, ich weiß nicht, ob es lecker ist. Ich habe noch nie einen Froschschenkel gegessen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ja, weiß ich nicht, wie ich es sehen soll. Also, ich muss gestehen, Schnecken esse ich wahrscheinlich unwahrscheinlich gerne. Also diese, nicht die Nacktschnecken, die Weinbergschnecken. Ich mach das schon. Aber Frösche, nee, keine Ahnung, da habe ich mich doch nicht dran getraut. Ich will es denen auch gar nicht antun. Ich weiß, mit Schnecken ist auch nicht wesentlich besser oder angenehmer für die Schnecken. Aber sie sind doch so lecker. Ich weiß, ich habe mich wahrscheinlich gerade bei vielen disqualifiziert. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, was passiert denn jetzt? Eine kleine Ratte? Mein Bäumchen? Das macht mich etwas stutzig. Was passiert denn jetzt? Oh. Okay. Das heißt, aus der kleinen Ratte wurde gerade eine Sumpfratze? All diese Fragen. Oh, der schon wieder. Durch euren kleinen Geist. Ja, bist du dafür verantwortlich? Die Antworten findet ihr in der astralen Matrix des Strauches. Oder lähmt euch die Angst? Natürlich nicht. Ich habe keine Angst, eher Interesse. Höchst bemerkenswert für die Wissenschaft. Wer sich an den Dornen des Morgendornstrauches sticht, unterläuft eine sofortige Verwandlung in eine Sumpfranze. Normalerweise dauert die Verwandlung aber 7 Tage. Es muss ja ein ganz besonderes Exemplar sein. Auch ihr scheint ein besonderes Exemplar zu sein. Natürlich. Belesener als die meisten. Aber glaubt nicht, dass ihr mich belehren könnt. Die ohnehin magischen Eigenschaften dieser Pflanze wurden manipuliert, um die Zauberdauer zu verkürzen. Ihr seht hier das Ergebnis wahren Forschergeistes. Ich finde es eher erschreckend, was der Strauch tut. Ihr habt Angst, obwohl ihr die Gefahr kennt? Interessant. Erzählt doch mehr. Also ich werde mich jetzt hier bestimmt nicht auf dem Bett legen und über meine Probleme mit dir reden. Durch den Strauch gibt es hier so viele aggressive Sumpfratzen. Wer weiß, was sie einmal waren? Ich weiß es. Und ihr werdet es möglicherweise ebenfalls wissen. Früher oder später. Aber meine Aufmerksamkeit gilt nun wichtigeren. Ich weiß nicht, was ich von diesen Typen halten soll. Ich dachte, dem wären wir jetzt los. Hm. Ja, was machen wir denn jetzt? Erstmal wieder in den Kampf reingehen. Hallo, wo bist du denn schon wieder? Ach, egal. Ach, da kommt sie an. Oh, da hinten kommt sie auch noch an. Na, egal, schießen wir erstmal drauf. Ach, da kommen ganz viele wieder an. Da, komm hier. Bis du da den Pfeil rausgeschossen hattest, war ja sowieso schon wieder alles vorbei. Da ist noch eine Sumpfratze. Komm, die kriegen wir auch noch. Und das Skelett ist noch da. Ja, stell dich nicht so zickig an. Du solltest etwas höflicher sein, wenn ich mit dir rede, Mann. Also ich weiß nicht, Kuano ist manchmal etwas seltsam, finde ich. Der wirkt immer so gereizt. Ich glaube, gereizt ist wirklich das richtige Wort dafür. War ihr. Achtung! Ja, was heißt Achtung? Meinst du vielleicht, das Skelett fürchtet sich davor, wenn du ihn einen Pfeil in die Rippen haust? Ja. Ach, das ist immer noch so ein Vieh. Ach komm, dann sammel hier schon mal ein. Während die anderen sich dann noch kloppen, kannst du hier schon mal Froschschenkel? Ein Dachs? Eine Sumpfratze? Also ist hier wirklich schon interessant, was hier eigentlich so für Getier rumlungert. Und vor allem, naja. Mal gucken. Also ich würde hier echt gern diese Pflanze ankrabbeln. Ich habe nur keinen Plan, was dann passiert. Das werden wir dann gleich feststellen. Wen schicken wir vor? Sollten wir vielleicht Forkrim losschicken? Weil der ist ja so Magie eher immun. Na gut, immun würde ich jetzt nicht sagen, aber der kann das Ding gar nicht ankrabbeln. Warte mal, da ist was. Verwitterte Inschrift.
So, nimm Abstand und lass dich nicht von seiner Schönheit locken. Der Strauch trägt die Lüsternheit der Wildnis in seinem Gift. Ja, ist ja schön und gut, aber... Ja. Ach, da sind überall Inschriften drauf. Nee, das ist wieder die gleiche, oder? Weil da ist doch auch wieder eine Inschrift. Aber scheint wohl wirklich immer die gleiche zu sein. Und da ist auch wieder eine. Was passiert, wenn du dran gehst? Kann ich das Ding nicht einfach abfackeln? Finden wir hier drin was? Seltene Münzen, super. Obwohl, wir haben ja festgestellt, dass diese seltenen Münzen teilweise, also es gibt einige, die, da kann man echt gut Geld mitmachen. Aber ich weiß nicht, wie ich das Ding hier... Er trägt die Lüsternheit der Wildnis. Das heißt, ich kann hier mit der Pflanze gar nichts weitermachen. Mann, ich will die aber zerstören. Hallo. Werde ich wohl noch einen Moment... Warte mal, da ist ein Beutelchen. Das sehe ich gerade so. Nicht ein Beutelchen. Ein Weidekorb. Solange wir kein Baby drin finden, ist alles okay. So. Weil Babys brauchen wir nicht. Nein. Düsen wir mal weiter. Weil da ist eigentlich das nächste Stück, was wir brauchen. Für die Rondra-Geweihte, damit wir ihr endlich helfen können. Wir werden natürlich hier gleich wieder von den nächsten Sumpfratzen angefallen. Ich würde aber immer noch interessieren, wie ich diese Pflanze loswerde. Aber ich glaube, das werde ich so schnell nicht erfahren. So. Aber siehst du überhaupt von hier aus was? Ja, da siehst du. Oh, ich glaube, unser Skelett hat sich gerade verabschiedet. Komm, du darfst gleich nochmal ein neues Skelett casten. Zaubern, Entschuldigung. Sollten dann beim Deutschen bleiben. Ja, hey, Kuano war mal erfreut, dass ich ihn ausgewählt habe, dass er etwas tun soll. Ich bin ja hin und weg. Es geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Du kannst mal etwas heilen. Auch wenn du da hinten wahrscheinlich gut stehst und einfach deine Ruhe hast. Und abgesehen davon hatte ich euch nicht Armatur zaubern lassen. Aber ist wahrscheinlich schon wieder zu lange her. In der Zwischenzeit hattet ihr schon ein interessantes Gespräch mit diesem komischen Heini da wieder. Also ich weiß nicht, dieser Druide ist einfach suspekt, finde ich. Der ist so... Ich weiß nicht, was der von mir will. Doch, der will mich immer zu irgendwelchen Experimenten herholen. Warte mal, wir mussten doch in die Richtung. Jetzt gehe ich schon wieder in die verkehrte Richtung. So, wo ist es denn? Der Pfeil geht hier hoch. Ist da in dem Fass? Nee, das muss hier irgendwo sein. Ach, da ist wahrscheinlich wieder. Da an der Nase. Müssen wir wieder in der Nase popeln. Vorher nehmen wir hier noch den Krötenschimmel mit. Drei Stück sogar. Und dann popeln wir hier wieder in der Nase rum. Okay, fast. So, Gebeine einer Frau. Sehr gut. Wir haben also den nächsten Questgegenstand erhalten. Und führt uns noch irgendwas hier hoch. Wir können einfach mal weitergehen. Vielleicht kriegen wir da ja noch ein paar Informationen. Weil wie gesagt, also ich finde das etwas merkwürdig, was der Druide da von mir will. Hier kann man auch hochgehen. Das ist eigentlich sehr interessant. Ist eigentlich eine hübsche Gegend hier, wenn es nicht so feucht wäre. So, aber anscheinend ist hier oben nichts weiter. So, man kann sich hier nur draufstellen und gucken. So ein bisschen die Landschaft genießen. Und kommt hier dann nicht mehr runter, weil man die richtige Stelle nicht findet. So, da ist er. Ja, das wäre es jetzt gewesen. So, dann düsen wir mal hier lang. Da ist auch wieder so eine Steinplatte. Da hinten ist wieder so ein Kopf. Vielleicht finden wir da ja noch ein paar Informationen, die wir gegebenenfalls brauchen können. Das ist jedenfalls ein Fass, aber dazu müsste ich außen rumgehen und dafür bin ich gerade so faul. Aber diese Statue sieht hier auch lustig aus, so ohne Kopf. Na gut, okay, wir haben ja mittlerweile genug Statuen gefunden mit Kopf. Nein, wo nur der Kopf war. Falsche Taste gedrückt, weil ich springen wollte. Aber da kommen wir nicht hin. Das ist dann etwas zu wässrig da, vermute ich mal. Das heißt, hier können wir wohl nichts weitermachen. Doch, wir können natürlich auf die andere Seite gehen und dieses Fass da holen, was ich da ja gesehen hatte. Da, 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 da.
Also manchmal würde ich ja hier echt gerne rennen. Ich würde auch gerne springen. Aber das klappt ja nicht immer so ganz, wie ich mir das vorstelle. So. Und, warte mal, ich hatte auch hier diesen wunderschönen Tipp bekommen mit der Sichel, dass ich die Sichel hier reinziehen muss, damit sie aktiviert wird. Und dann könnte ich nämlich besser, sagt schon, die Kräuterkunde nutzen. Pflanzenkunde. Sprich, dass ich hier besser die Pflanzen abernten kann und sonst ruhig. Und deswegen dachte ich mir, führen wir diesen Tipp doch mal um. Und warum kann ich ja nicht durchlaufen? So, und was haben wir hier für ein schönes Kräuterchen? Da, Zunderschwamm. Und Zunderschwamm kann man nie genug haben. Wir haben da ja immer noch einen Abnehmer, der sich ja über ganz viel Zunderschwamm freuen würde. Glaube ich jedenfalls. Zumindest hat er uns das gesagt gehabt. Keine Ahnung, ob der immer noch auf uns wartet. Das werden wir irgendwann wahrscheinlich mal erfahren. Wenn wir hier fertig sind in der Gegend. Und es ist ziemlich wässrig hier. Das hört man immer wieder. Die ja, komm. Sammeln. Zwei Bellmatt. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, dann nehmen wir gleich diesen Wegreisepunkt wieder. Das Morpho. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja sowieso keine Armbrust, deswegen brauchen wir die Viecher nicht. Weil deren Stachel, das haben wir ja auch gelernt, können wir als Bolzen nutzen. Aber da wir keine Armbrust haben und weil Fares sich halt eben weigert, eine Armbrust zu nutzen, ja, werden wir jetzt erst einmal schnell geschwind hier hochreisen. Und hier sind dann nochmal ein paar Sachen. Ach, wir müssen wieder außen rum. Okay, dann gehen wir außen rum und werden dann jetzt gleich dann dort den letzten Gegenstand reinholen. Das sollte wahrscheinlich das Schild oder das Schwert sein. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Sollte ich vielleicht erstmal nachgucken. Ja, vier Bellmattblätter, okay. So. Wir haben gefunden, das wollte ich auch eigentlich auch noch verkauft haben. Warte mal, hier unter Questgegenstände wahrscheinlich. So, Gebeine einer Frau. Was passt denn da noch dazu? Wir hatten noch zwei Sachen dort gefunden. Ja, keine Ahnung, was der andere Gegenstand gewesen ist. Ah, da haben wir nochmal Krötenschemel. Die muss man natürlich auch mitnehmen. Kann man nie von genug haben. Und da haben wir wieder etwas, falls wir das nicht schon untersucht hatten, diesen Weidenkorb. Och, ist fehlgeschlagen. Hallo, ich hab's doch extra hier im Inventar. Oder muss ich das doch speziell aktivieren? Wäre natürlich auch noch die Idee. Oh, okay, das finde ich ja nett. Okay, ist in Ordnung, da ich das da hinten versammelt habe. Kann ich hier lang laufen? Wir müssen ja da auf die andere Seite. Oh, hatte ich mal Glück, dass ich da nicht runtergefallen bin. Ich bei meiner Schusslichkeit, ich kenne mich doch. Ich falle doch gern durch so etwas. Guck mal, da ist ein Reh. Das gerade wegspringt. Und eine Vase. Ach nee, eine Urne. Entschuldigung, eine Urne. Wir wollen der Urne ja nichts Böses und nehmen die Lederbänder aber raus. Habe ich gerade gesagt, wir wollen der Urne nichts Böses und ich habe sie zerschlagen. Ja, das muss man nicht verstehen. Warte mal, euer Armatrotz läuft geradeaus und da sind wieder Gegner. Was? Armatrotz! Und ich glaube, wir holen auch gleich das Skelett. Ja, komm. Ach, du bist schon im Kampf. Na gut, okay. Dann sag das doch. Ich war eben gerade schon überlegen, warum geht das da gerade nicht weiter? Ich habe das nicht mitbekommen, dass die schon wieder in den Kampf rein sind. Ja, komm. Diese paar Waldschröter oder Riesenhirschkäfer, die schafft er doch mit links. Komm, ihr könnt auch ein bisschen verkokeln. Oh, guck mal, da kommt noch ein Nachzügler. Komm, wartet auf mich, ich will auch noch einen Gegner haben. Ja, keine Sorge, dich werden wir auch noch rüsten. Also, ja. Der ist ziemlich forsch, der kleine Kerl. Achtung! Ja, Achtung, Ferris ist wieder mit den Pfeilen durch die Gegend. Da sollte man wirklich dann aufpassen, da hast du recht. Deswegen warnt sie ja immer. Oh, du hast eine Wunde. Das finde ich natürlich nicht so prickelnd. Aber da kann Ferris gleich dir helfen. Nach dem Kampf. Was? Komm. War ihr. Und welchen nimmst du? Dann nimm den, dann sind die auch weg. Ja, komm schon. Oh, du hast jetzt auch eine Wunde bekommen. Na klar, wenn
Wenn mich da so ein kleiner Hirschkäfer ankrabbeln würde, kann ich das sogar nachvollziehen. Also ich glaube, das tut ein bisschen weh, wenn der so seine Zangen in einen reinschlägt. So. Komm, du kannst hier schon mal ankrabbeln. Weil die sind ja hier auch gleich fertig. Wolltest du nicht ankrabbeln? Ja, anscheinend nicht. So, dann nimm da erstmal. Ach, du wolltest nur den Kampf zugucken. Okay, kann ich hier auch nachvollziehen. Ist hier bestimmt ganz spannend. Wird gemacht. Aber irgendwie bist du gerade etwas langsam. Kann das sein? Ja, du wolltest wahrscheinlich die ganze Zeit hier nur den Kampf beobachten, ha? So, Kieferzang. Oh, ich glaube, das war's. Dann kannst du dich ja jetzt hier mal um die Wunden kümmern. Du hast aber keine Verbände mehr, sehe ich das richtig? Ich habe doch die Verbände nicht verkauft, oder? Ja. Das fände ich jetzt etwas ungeschickt, wenn ich jetzt die Verbände verkauft hätte, aber du hast welche. Habe ich die einfach nur aus deinem... Nee, du hast doch da. Nur nicht da. Oh. So. Krabbel, 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 krabbel. Sehr gut. Ich sag's doch. Für irgendwas muss eine Halbelfe gut sein. So. Kriegst du auch hin. Sehr gut. Dann können wir weiter marschieren. Und zwar werden wir uns hier aufmachen. Hier ist wieder so eine Statue. Vielleicht können wir die hier auch wieder ankrabbeln. Sollte eigentlich hier sein. Ja. Da ist was zum Ankrabbeln. Da war es doch eben gerade. Da, auffällige Stelle. Die Gebeine einer Frau. So, ich würde sagen, dass wir damit dann jetzt alle drei Teile haben. Setzt die Überreste der Geweihten bei. Ja, gut, okay. Wenn ich jetzt die Gebeine und die Artefakte zusammen mit dem Sarkophag bestatte, neben dem Geistwache sollte Leondrill ihren Frieden finden. Ja, das finde ich ist eine super Idee. Dementsprechend werden wir uns dann aufmachen und das nächste Mal dann unserer Geweihten, was heißt unserer Geweihten, der Rondra Geweihten natürlich dazu verhelfen, endlich in Ruhe, zufrieden, nein, in Frieden zu ruhen. Hallo, in Ruhe, zufrieden. Nein, in Frieden zu ruhen und ja, das, wie das dann aussehen wird, das sehen wir dann das nächste Mal. Wir könnten eigentlich auch hier runterspringen. Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir können es ja auch gar nicht. Und wie gesagt, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß und auf bald. Tschüss.